Ein herzliches Willkommen zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05 mit dem Game Master am Start und natürlich mein Partner. Der Hellfire, genau. Ja, das letzte Spiel des zweiten Spieltages geht vorüber. Das ist das Sonntagsspiel. Gladbach und Mainz sind beide mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Gladbach mit einem Desaströ. verdienten 4:0, muss man leider sagen, gegen Dortmund. Ja, und Mainz hatte ein bisschen Pech, muss man sagen. Diese Chance eben schon gehabt und anders lösen müssen. Ein hundertprozentiger. Ja, die Gladbach hatten aber auch so ein bisschen Abseitspech in Dortmund. Ja, ein bisschen. Aber Dortmund hatten ja auch einmal abseits Glück. Aber das erste Tor, was ja die Dortmunder geschossen haben, war ja auch ein nicht gegebenes Tor von Mkhitaryan. Das war ja auch kein Abseits. Naja, genau, stimmt. Oh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das 1:0 in der 8. Minute. Ja, das war ein bisschen bettlos. Ich wollte jetzt keine Gerätsche da direkt im 16er da vorne machen. Ja, das hast du doch. Ja, aber da konnte ich wenigstens absehen, dass ich den Spieler nicht treffe und dann dadurch einen Elfmeter passiere. Das war schon eigentlich berechtigt so. Wenn man sich das nochmal so vor Augen hält, Gladbach hat in der letzten Rückrunde der Saison 14, 15, 8 Gegentore, 8 Gegentore kassiert, ne? 10. 8. Dann hätte der Kommentator 10 gesagt. Dann hat er 8 gesagt. Na egal. Ist ja auch ja, nicht. Also auf jeden Fall extrem wenig. In einer Partie dann 4 Stück. Ja, es ist halt wieder eine neue Saison, neues Glück, ne? Da musst du halt Dortmund ist halt so ein bisschen unter die Räder gekommen. Ja, wir sind halt Sachen, das ist halt nicht so. Wenn du dir mal angeguckt hast, wie die Tore entstanden sind. So, Scheißballername von Stindl. Also eigentlich zweimal Scheißballername von Stindl. Ja, gerade Glück für Mainz, also Gladbach hier extrem viel Glück. Ja, Fair Play. Das ist gar nicht gesehen. In der englischen Liga gab es jetzt auch eine ganz spektakuläre Szene. Nämlich, dort wurde in der 94. Minute ein Tor geschossen, was eigentlich nur ein Rückpass zum Torhüter sein sollte nach Fair Play. Daraufhin wurde dann halt, durfte die gegnerische Mannschaft noch ein weiteres Tor schießen. Also er hat aus Versehen ein Traumtor geschossen. Okay. Das habe ich noch nicht gesehen. Oh, 1:0. Ganz was ist da los? Das ist ganz schwach verteidigt. Da ist der Keeper rausgekommen, obwohl er ein bisschen mal im Tor geblieben wäre. Muss das Ganze jetzt aus seinen Stürmen mal angucken hier. Nicht gut gemacht von Sommer. Gar nicht gut, definitiv nicht. Da auch nicht gut von der Innenverteidigung, die 15, wer ist das? Dominguez? Ja, ich glaube ja. War nicht so gut. Aber. Boah. Es liegen 3 Leute, ne? Kein Problem für Karius. Ui. Ja, ging knapp über das Tor. Ja,
mal knapp. Ja, 30 cm circa. Dann wäre es gefährlich geworden. Boah, was hat er da gemacht? Gladbach momentan mit einem ganz, ganz schwachen Passspiel. Oh, Glanz hat, oh, das war echt. Ah, Glanz hat von Sommer, kann man nicht anders sagen. Wie er deinen Prank nochmal rausfährt. Somit Kontermöglichkeit jetzt für Gladbach. Aber schlecht. Noch? Ja, jetzt ist er vorbei. Ich hatte schon wieder. Ich hatte darauf spekuliert, dass du da hinpasst und deswegen habe ich da eigentlich versucht zu decken, aber es war irgendwie nicht so einfach, muss ich ja sagen. Mensch, die Gladbacher sind hinten vogelfrei, lassen da Sachen zu. Und klären ganz, ganz schlecht. Das Passspiel der Gladbacher ein bisschen scheiße. Viele, viele Chancen auf der Seite der Mainzer. Boah, momentan wird Gladbach echt extrem unter Druck hier. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Könnte hier gerade schon 5:0 stehen. Wow. Das steht hier gerade 2:0. Das könnte jetzt eigentlich schon 6:0 stehen. Ah, da ging es aus dem Ball hinterher. Oh, Scheiße! So kann man sich verkalkulieren hier. Weil ich dachte, der geht auch ins Aus. Tröste dich. Abhalten. Na, jetzt pfeift er ab. Ja, die Gladbacher kommen nicht wirklich aufs Tor. Also es ist extrem gefährlich, was sie da spielen. Wir müssen es mal so angucken. Schüsse 3:8, Schüsse aufs Tor, Gladbach 1:8. Nicht immer Ballbesitz, Zweikämpfe. Die müssen da echt ein bisschen härter rangehen. Ja, ansonsten ein extrem starkes Spiel der Mainzer. Ja, auf jeden Fall. Gladbach hatte zwischendrin eine starke Phase. Wir hoffen, dass er... Bei Mainz war es schon mehr eigentlich als nur eine Phase. Ja, haben eben zum Ende echt dominiert. Also da wusste Gladbach gar nicht mehr, wohin mit dem Ball. Ja, das ist ganz klar. Das war einfach mal Frustversuch. Nicht wirklich gut gemacht. Die Gladbacher haben hier natürlich auch ein bisschen was anderes erwartet. Ja, nicht so starke Mainzer hier. Ja, und ein etwas anderes Spiel der Mainzer. Abseits? Ja, vor einer Ewigkeit. Ach so, okay. Okay, ich hätte jetzt eigentlich nicht so direkt einen Abseits gesehen, aber... Oh. Glück für Mainz in diesem Fall.
Konterchance für Mainz. Aber das war nichts. Und sowas finde ich fies, wenn aus so einer Situation man hat selber die Chancen, Treffer der gegnerischen Mannschaft entsteht. Da haben Mainz im Glück, dass da kein Gladbach an den Ball gekommen ist. Abseits. Aber der hat das Abseits gefunden oder das vorher gefunden? Ja, Abseits. Abseits gefunden, okay. Nein! Riesenchance vertan. Nein, die Gladbacher werden stärker. Wie sich die Mainzer jetzt müssen darauf einstellen. Spielweise ein bisschen verändern. Ja, das war jetzt nicht gut. Nein! Ich habe gesehen, dass der Keeper schon rauskommt, aber ich wollte noch ein bisschen warten. Mainz hat hier halt auch... Sie lassen die Chancen zu viel liegen. Würde mich nicht wundern, wenn sich das vielleicht nochmal rächen wird. Ja, noch ich glaube auch ein bisschen Zeit hier auszugleichen. Sollte erstmal einen Anschlusstreffer zu machen. Ja, ich so ein Pech aber auch. Also ich habe da eben eigentlich einen Pfiff gehört. Ja? Nein, ich habe eigentlich gedacht, das Spiel wird zu Ende, weil mein Torwart ging auf einmal wieder zurück. Dann hast du gleich losgelassen. Keine Ahnung, eigentlich nicht. Oh Mann, ey. Wäre ein schönes Tor gewesen. Was? Ja. Körperbetonter Zweikampf. Nein, du sollst... Oh. Oh, schlecht platziert der Freistoß. Kommt so nah vor das Tor, ne? Normalerweise müsste er eigentlich aus Zufall irgendwann mal da reinrollen. Was ist denn mit deinem Spieler da? Was? Ja, genau. Jetzt kommt gar nicht von die Abschließung, weil er das Spielbrett geleckt hat. Okay, gut. Danke. Das wäre ein Ballverlust gewesen. Die ihn böse enden können. Waren nicht mehr viele Leute hinten. Das gibt es nicht. Gladbach hat weiterhin hier Dusel. Ich glaube, da hat einfach kein Glück, oder?
fallen. Ja, da ist es! Das meine Fresse! 3 zu 0! Es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein. Das hat gedauert. Oh ja, ich glaube 10 Torschüsse habe ich benötigt. Ja, und die Gladbacher? 7 Gegentore? Schade, schade. Ja, Gladbach hat diese Spielzeit jetzt noch kein Tor geschossen. Je nachdem, wie Hamburg spielt, wäre das dann der letzte Platz. Gladbach in dieser Saison einfach kein Glück. Die Mainzer auf einem guten Weg. Die ersten 3 Punkte für die Saison einzufahren. Oh, schade. Und damit haben sie die ersten 3 Punkte für Mainz. Herzlichen Glückwunsch an Mainz und herzlichen Pechwunsch an Gladbach. Der zweite Tag ist vorbei. Wir sehen uns zum nächsten Spieltag. Wieder einschaltet. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.